Und jawohl, wir sind, da sind wir, sind wieder da. Jawohl, wir sind wieder da. Hallo und herzlich willkommen zu Win-Win Women Choose Happiness, Choose You. Oder, weil natürlich heute eine deutsche Episode ist, wähle deine Glückseligkeit, wähle dich. Wir haben ja schon darüber gesprochen, was das heißt. Heute ist der Titel unserer Show Deine Spiritualität. Ich bin natürlich Dr. Natalie Forrest und ich liebe es, mit dir, mit Ihnen, mit euch über die Selbstliebe, die Selbsterkenntnis, das Selbstvertrauen zu sprechen. Das mache ich schon seit Jahren, Jahrenden mit meinen Klienten, meinen Mentees, wie man so schön auf Englisch sagt, das gefällt mir eigentlich immer noch am besten. Und mit allen denen, die mich ab und zu mal auf der Bühne sehen, denen ich etwas mitteilen kann, wie wichtig die Selbstliebe ist. Und in dem Bereich der Selbstliebe, der Selbsterkenntnis, der Selbstkenntnis und dann natürlich das wirkliche Selbstvertrauen. Nicht nur das, womit wir rausgehen. Da scheint es oft, als ob vielleicht ein Mini-Teil, ein klitzekleiner Teil fehlt. Und dieser kleine Teil ist meiner Meinung nach die Spiritualität. In den letzten paar Monaten habe ich sehr viel darüber nachgedacht. Und ich denke, Spiritualität ist wie die Klebe, wie der Leim, wie der Bindfaden, der alles zusammenhält. Ohne die sind wir, glaube ich, nie vollkommen. Können wir, in meiner Meinung nach, und das bin ja nur ich, jahrelange Erfahrung, können wir auch nicht wirklich glücklich sein. Es gibt viele verschiedene Wege herauszufinden, warum wir hier sind, was unsere Bestimmung ist, wie wir immer so schön sagen. Aber die Bestimmung ist ganz einfach. Wir haben viele kleine Bestimmungen, aber die Hauptbestimmung ist, hier dein Leben zu leben. Wir sind hier, um unser Leben zu leben, um unsere Talente, um unsere speziellen Talente mit anderen zu teilen. Mit anderen, das bedeutet, wir sind immer ein Teil des Ganzen und deswegen ist die Spiritualität so wichtig. Ich habe mich ja eben gerade in einem Gespräch fast verloren mit Monika. Die stelle ich auch nochmal vor, ein andermal. Die habe ich bei ATL Europe kennengelernt. Unwahrscheinlich tolle Frau auch. Und auch sehr, sehr angefüllt mit wichtigen Informationen. Für alle. Natürlich besonders hier für uns Damen. Aber bevor wir mit Spiritualität anfangen, möchte ich heute mal wieder, einige von euch werden sagen, das mag ich nicht. Andere werden sagen, oh toll. Andere werden nicht wissen, was es bedeutet und warum ich es mache. Ist aber auch völlig egal. Das ist meine Spiritualität. Und in meiner Spiritualität ist es nicht so, dass ich unbedingt an die Kraft der Karten glaube oder so. Es gibt ja viele Leute, die Kartenlesen machen. Tarot, Engelskarten. Mache ich auch alles? Kann ich auch alles? Mache ich oft mit meinen Klienten. Ne? Und da ist schon eine rausgesprungen. Hast du es gesehen? Ja, die ist voll rausgesprungen. Ne? Und das ist es, ich habe was im Auge. Das ist es, woran ich nicht glaube, aber woran ich weiß, dass es immer das Universum um mich herum gibt, dass es immer für mich meine Begleiter gibt. Und die helfen mir zu sehen, worauf ich mich konzentrieren muss. Oder die helfen mir manchmal zu sehen, was ich vielleicht nicht sehen kann. Zusätzlich natürlich dazu, dass man selber, ich, Mentoren und Coaches hat. Das ist ganz wichtig, denn wir sind manchmal so ein bisschen blind, wenn es um unsere eigene Situation geht. Egal, wie doll wir anderen helfen können. Also heute diese Karte hier. Hier unten ist immer eine Zahl.
Ah, dieses Deck übrigens, falls irgendjemand daran Interesse hat, Path of the Soul. Will ja ganz klar sagen, Credit to whom credit. Okay, dieses hier, das, was ich damit mache, und wenn ihr mir auf Facebook folgt, in meiner Facebook-Gruppe oder so, dann mache ich das ja öfter mal, dann ist halt, was bedeutet das? Okay. Die eine Spiritualität ist jetzt, dieses Buch zu nehmen, das nehme ich auch gleich, und vorzulesen, was da drin steht und sich darauf hundertprozentig zu verlassen. Die andere ist, das ist meine Spiritualität, zu schauen. Was sehe ich denn? Nur weil da unten Zahl ist, bedeutet ja nicht, dass ich mir das Bild so anschauen muss. Ich kann ja vielleicht auch rumlegen oder rumlegen. In diesem Fall, weil es ja ganz klar symmetrisch ist, ist natürlich egal, ob ich so rumhalte oder so rumhalte. Aber vielleicht so rum. Die Frage ist also, in meiner Spiritualität, was sehe ich in dieser Karte? In deiner Spiritualität, vielleicht sagst du, ich sehe gar nichts. Und das ist auch absolut okay. Für mich, wenn ich diese Karte anschaue, sehe ich zum Beispiel die Farben. Grün, Gold und Weiß. Grün, Heart, das Herzchakra ist oftmals grün. Wieder grüne Emeraldstein. Und dann das Gold, ganz wichtig auch, das Gold. Das kann natürlich für Fülle sein. Es kann auch für die Verbindung nach oben, nach unten, zu dem, was wir als göttlich vielleicht bezeichnen sein. Und dann das Weiße. Und das Weiße ist für mich immer ganz klar die Verbindung zum Universum, zu einer höheren Kraft. Das ist das, was ich sehe. Und ich sehe in der Mitte einen Stern. Wie gesagt, das ist meine Spiritualität. Und hier, was immer du siehst, ist absolut perfekt. Okay, ich halte es nochmal hoch, was immer du siehst. Zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Man kann ja auch hier an der Seite sowas sehen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Käfer. Wenn ich das so halte, ist es vielleicht ein Käfer. Ja. Augen und ja, Beine, Augen und dann geht das da los. Und an der Seite natürlich kann man ganz toll auch sehen, wie das alles überschwappt. In der Nummer 42 steht, ist das 42? Ja, okay. Sieht hier ein bisschen anders aus, was da ist. Auch interessant. Okay, anyhow. Hier steht dann nämlich ganz, ganz einfach Fairies, also die Feen. Okay, und ich übersetze das mal so ein bisschen ad hoc, ja. Also, du wurdest gebeten, auf Situationen zu achten, in denen du vielleicht sehr schnell Feuer fängst. Erinnere dich daran, dass jede Erfahrung, die du hast, ein Teil deines Lernens ist, deines Lernweges ist. Wenn du dich einmal in einer Situation findest, die nicht ganz so angenehm ist, die ein bisschen unangenehm ist, dann versuche auf jeden Fall in diesem Moment zu bleiben, weil es ja ein Teil des Lernens ist. Denke immer daran, dass du nicht in alte Verhaltensweisen zurückfallen sollst. Also nur weil du in einer Situation bist, die nicht so ganz angenehm ist, bedeutet das nicht, dass du dich sofort zurückziehst, sondern der Gedanke ist, lebe diesen Moment einmal und schaue, was das für eine Bedeutung für dich haben kann. In dem Moment, wo du immer genau da bist, wo du bist, also Präsenz sein, wirst du die Situation, die Herausforderung ganz einfach lösen können. Wenn man abhaut, geht das nicht so gut. Und in diesem Fall, die Feen werden dir die Magie der Präsenz zeigen und lehren. Das ist also diese. Vielleicht ist das halt da oben die Fee. Na, was bedeutet das alles? Für einige bedeutet das gar nichts. Wie gesagt, für andere bedeutet es alles. Das ist jetzt das Wort des Tages. Was man dabei bedenken muss, ist mehr die Nachricht, die man selber empfängt. Und darum geht es ja in der Spiritualität. Viele Leute reden über Religionen, reden über spirituelle Dinge.
Und meiner Meinung nach müssen wir einfach erkennen, dass jeder etwas Besonderes ist und jeder seine eigene Definition hat, haben kann und haben muss. Für einen bedeutet Spiritualität, in die Kirche zu gehen. Und alleine in einer Kirche, egal was für eine Kirche, zu beten. Und diese Verbindung zu Gott oder einer höheren Kraft herzustellen. Daraus schöpfen viele Menschen Kraft. Das ist eine Form der Spiritualität. Wir sagen dazu nur oftmals lieber Religion. Und dann gibt es die andere Form der Spiritualität, wo diese Kirche vielleicht draußen ist. So wie ganz früher, als man noch keine Kirchen bauen konnte. Und wenn ich Kirche sage, da schließe ich auch eine Moschee mit ein. Da schließe ich einen Tempel mit ein. Einfach ein Gebäude, in dem man halt betet. Also das erste Beispiel, weil du gehst alleine in ein solches religiöses Gebäude und betest für dich, um deine Verbindung herzustellen. Jemand anders sieht vielleicht die Natur, ich schaue aus dem Fenster, sieht vielleicht die Natur als diesen Tempel, diesen Ort, wo man eine Verbindung mit dem Höheren aufnehmen kann. Dann beten die oder kommunizieren die halt draußen, während sie draußen sitzen. Das ist auch eine Form der Spiritualität. Andere sagen, Spiritualität ist, wenn man meditiert und man muss da auf eine ganz bestimmte Art und Weise sitzen. Das ist ein Thema für eine andere Show. Der Gedanke, dass Beten und Meditieren etwas anderes ist, ist auch äußerst interessant. Wieder andere gehen in einen solchen Ort, entweder drinnen oder draußen, aber nicht alleine, sondern in einer Gruppe. Vielleicht gehen sie alleine hin und treffen dann eine Gruppe. Vielleicht gehen sie schon gemeinsam als Gruppe an einen Ort, entweder drinnen oder draußen, und beten, meditieren, kommunizieren dann gemeinsam. Das ist auch eine Form der Spiritualität. Religion begann ja als Spiritualität und wurde dann nur organisiert. Die Frage wirklich ist, wie definierst du für dich Spiritualität? Geht das für dich einher mit Religion? Ist es nur eine bestimmte Form der Religion? Oder machst du das vielleicht so, dass du ein paar verschiedene Sachen zusammenpackst von verschiedenen Religionen? Denn wenn wir wirklich mal alle Religionen anschauen, die haben alle den gleichen Kern, die haben alle die gleiche Kernaussage. Deswegen ist es immer so, ich wollte sagen interessant, aber es ist wirklich schade, dass man sich dann bekriegt. Denn eigentlich ist jede Religion und jede Form der Spiritualität auf Liebe und Friedfertigkeit basiert. Und trotzdem gibt es diese ganzen Auseinandersetzungen. Das Wichtige an der Spiritualität ist, dass du sie für dich definierst. Ich bin gerade dabei, auch einen Kurs aufzubauen, um dir und anderen zu helfen, Spiritualität für dich zu definieren und die zu erleben. Denn es ist eine Sache, in der Theorie darüber zu reden oder darüber zu hören und zu sagen, oh mein Gott, das kann ich nicht, das stimmt nicht mit dem oder jenem überein. Oder alles toll zu finden, was Neues unter dem Titel Spiritualität. Es ist was anderes. Wirklich mal sich darauf zu konzentrieren, zu sagen, okay, Karten, ist das was für mich oder nicht? Dieses sind Karten. Wie gesagt, es gibt ja die Tarotkarten, die Engelskarten. Tarotkarten zum Beispiel haben eine lange Zeit als schlecht gegolten, als dunkle Magie. Der kommt gar nicht auf die Interpretation drauf an. Dieses hier, Path of the Soul, ist ja auch ganz allgemein. Also anscheinend hat das mit der Seelennachricht zu tun. Und dann gibt es ja halt so Engelskarten auch.
wo dann Engel sozusagen die Nachricht an dich heranbringen. Gibt es ja noch Götter und Götter. Es gibt ja ganz verschiedene. Ich hoffe, dass Monika auch ein paar Karten macht. Wie gesagt, ich stelle euch Monika einen anderen Mal vor. Es gibt auch von Mutter Teresa zum Beispiel. Das sind solche Karten. Und weil wir Menschen sind und als Menschen brauchen wir meistens etwas, woran wir uns festhalten können, können solche Karten hilfreich sein. Wenn jemand dir nur sagt, verfalle nicht in alte Gewohnheiten, wenn du mal etwas Neues erlebst, was vielleicht ein bisschen seltsam im ersten Moment ist. Ja, es kann da reinkommen und da rausgehen. Es sei denn, es sagt die richtige Person natürlich, auf die wir hören. Aber wir müssen als Menschen ja oftmals alle möglichen Sachen 2, 3, 4, 5, 6 Mal hören, bevor wir sie wirklich aufnehmen. Es kommt darauf an, wie wir uns fühlen, es kommt darauf an, wer es sagt, wie es gesagt wird, in welchem Zusammenhang. Spiritualität dann ist das, was es sozusagen alles zusammenbringt. Und das ist ganz wichtig. Religion, Spiritualität, wie gesagt, Liebe und Friedfertigkeit und meistens Gemeinschaft. Das sind diese Säulen, auf denen eigentlich alles ruht. Die Frage ist, Entschuldigung, was ist für dich wichtig? Vielleicht ist es eine Mixtur. Ob es nun Karten sind, ob es ein Buch ist, Bibel, Tora etc., ob es etwas Überliefertes ist, was du vielleicht nur auf kleinen Zettelchen bekommst. Weiß nicht, vielleicht sind die Kekse, die Glückskekse, die man beim Chinesen bekommt. Vielleicht ist das auch eine Art von Karten. Vielleicht ist es auch eine Art von Nachricht, die wir hören müssen. Vielleicht ist es einfach nur eine Geldmacherei. Das kann ja auch sein. Aber all solche Sachen helfen uns als Menschen, etwas in der Hand zu haben, wo wir sehen können, was die Nachricht ist. Und dann ist es an uns, diese Nachricht aufzunehmen. Und je nachdem, wie wir Spiritualität definieren für uns, nehmen wir diese Nachrichten, diese Sendungen, diese Informationen auf oder verwerfen sie. Wenn man in die Kirche geht und der Prediger redet von Selbstliebe und wie wichtig es ist, kann es sein, dass wir es verstehen und dass wir es glauben. Und dann in dem Moment, wo wir aus der Kirche rausgehen, haben wir es schon wieder vergessen. Denn während wir über Selbstliebe gehört haben, hören wir auch davon, dass wir anderen helfen sollen. Das kann ja nicht immer, geht nicht immer gut. Manchmal ist es entweder oder für Leute. Ich bin der Meinung, es ist immer und. Es geht beides. Vielleicht hast du schon mal Sachen erlebt wie Déjà-vu. Vielleicht glaubst du an Reinkarnation. Vielleicht nicht. Vielleicht glaubst du, dass es den sogenannten Schatten gibt. Vielleicht nicht. Was ich heute einmal dich bitten möchte, ist wirklich einfach, dass du dich mal hinsetzt und überlegst, was ist Spiritualität für mich? Wenn kein anderer Mensch da ist, kommuniziere ich dann irgendwie mit einer höheren Gewalt oder nicht? Rede ich mit dem Baum? Rede ich mit der Pflanze? Rede ich mit dem Tier? Habe ich schon mal Déjà-vu gehabt? Wie interpretiere ich das dann? Als letzte Woche zum Beispiel hat meine Tochter ein paar Mal so etwas gesagt. Und sie sagt, wow, warte mal. Stopp! Alle mal innehalten. Das ist genau das, was ich geträumt habe. Wie kann das sein? Das ist das letzte Wochenende.
ich möchte sagen, 5 oder 6 Mal passieren. Und sie saß dann nachher nur noch da und sagte, ach, das ist ja unglaublich. Meine Tochter ist gerade 11 geworden. Aber die hat diese Erkenntnis und hat gesagt, wow, was ist das denn? Und was bedeutet das? Natürlich hätte ich ihr erklären können, von meiner Sicht, was es bedeutet. Habe ich auch. Ich habe ihr aber zusätzlich auch noch andere Interpretationsmöglichkeiten gegeben. Denn das ist wichtig. Ich möchte ja, dass sie ihre eigene Spiritualität entwickelt. Und wenn man dann einmal weiß, was die Spiritualität für dich ist, ob es Karten sind, ob das Déjà-vu ist, dann kann man natürlich noch weitergehen in Mediumship und so weiter. Vielleicht weiß man manchmal einfach etwas. Telepathie, gibt es das wirklich oder nicht? Naja, wenn ich an jemanden denke und der schreibt mir eine SMS oder ruft mich an, ist das ein Zufall oder ein Fall, der dazu kommt, um mir wieder eine Nachricht zu geben? Es gibt ja verschiedene Talente, die wir haben. Der eine kann mit Karten, der andere kann mit Kindern, der andere kann mit Tieren, mit Pflanzen, der andere kann mit Kristallen, der andere kann mit Energie was machen, was auch immer es ist. Sehr, sehr lange wurden solche Talente unterdrückt. Und was immer unterdrückt ist, ist dann ja so dabei, das brodelt dann ja so ein bisschen. Das ist ja nicht gut, wenn halt brodelt. Irgendwann explodiert das mal. Allerdings versuchen wir meistens, in der Welt, in der wir leben, irgendwie hineinzupassen. Müssen wir ja. Dabei verlieren viele, viele, viele Menschen ihre Spiritualität. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich Zeit nimmt und mal aufschreibt. Ich habe immer ein Buch dabei. Wenn man aufschreibt, okay, was ist es für mich? Déjà-vu, das habe ich gerade gehabt. Was bedeutet das für mich? Eine Karte ziehen. Natürlich, um sich wirklich dann darin wohlzufühlen oder zu Hause zu fühlen, muss man das ein paar Tage machen. Was weiß ich, wie eine Herausforderung für 21 Tage. Na, 21-Day-Challenge. Ist ja auch schön. Man muss es ja ausprobieren. Deswegen sage ich ja, man muss es erleben. Man muss es erfahren. Und dann kann man, indem man anfängt aufzuschreiben, was ist es eigentlich für mich? Was bringt es mir, wenn ich in die Kirche gehe und bete? Was bringt es mir, wenn ich mich neben einen Baum setze und mit dem Baum spreche? Selbst wenn man sich dann vielleicht ein bisschen komisch fühlt, ja? Was bedeutet Déjà-vu für mich? Was bedeuten alle diese kleinen Sachen für mich? Was lerne ich davon? Wie fühle ich mich dabei? Ganz wichtig, wie fühle ich mich dabei? Spiritualität ist über Fühlen. Okay? Wie fühle ich mich dabei? Denn glücklich sein ist ja auch über Fühlen. Ich fühle mich glücklich. Ich bin glücklich, weil alles in mir friedvoll ist, weil alles in mir glücklich ist. Es ist einfach, natürlich passieren andere Sachen. Das, was die Welt, in der wir leben, mit uns verbindet und mit allen anderen. Der rote Faden, die Klebe, der Leim. Das ist die Spiritualität. Denn durch die Spiritualität lernen wir uns besser selber kennen und wir machen die Schritte zu dem Verständnis, dass wir alle zusammengehören. Besonders in einer Welt, wo sehr viele mehr auf das Individuum, auf sich selber bedacht sind. Oder manchmal halt völlig konzentriert auf die andere Person. Und das geht ja nicht, wenn wir uns selber wählen sollen. Um das alles zu vereinbaren, ist eines der wichtigsten Sachen, dass du deine Art der Spiritualität erkennst, definierst und erlebst. Und wenn du das alles gemacht hast, kann ich dir garantieren, dass das Leben selber wesentlich einfacher ist. Natürlich nicht von heute auf gestern, aber der Prozess ist wichtig, den wir durchgehen. Und dass wir halt wirklich diese Definition und diese Erfahrung dann für uns machen. Ohne das zu be-
oder abzuwerten. Bewerten ist immer falsch, abwerten ist falsch, hochwerten ist auch falsch. Eigentlich benutze ich das Wort falsch nicht. Interessant, dass das gerade rausgerutscht ist. Es ist einfach nur. Deine Spiritualität beruht auf deinen Talenten, deinen Gefühlen und deinem Wissen. Für deinen Körper, für deinen Verstand und für deine Seele. Wir reden immer über Körper, wir reden oft über Verstand, wir reden auch oft über die Seele. Was hält das denn alles zusammen? Irgendwas muss doch zusammenbringen. Das ist die Spiritualität. Was immer das für dich ist, es gibt kein richtig oder falsch. Es ist deine Spiritualität. Und es kann sein, dass du dabei verschiedene Sachen reinbringst. Buddhismus, Katholizismus, die Wikinger. Es ist völlig egal, solange es für dich auf allen drei Ebenen, Körper, Verstand und Seele, Sinn macht. Und wie gesagt, ich werde jetzt in 2 Monaten im August auch einen kurzen Einführungskurs haben, einen 6-wöchigen Kurs, der darum geht, erlebe, erfahre deine Spiritualität. Der wird auf Englisch sein, aber ich kann auch gerne einen auf Deutsch machen. Wo wir das durchgehen, was die verschiedenen Arten sein könnten, um zu sehen, was ist für dich richtig? Was ist deine Spiritualität? Weißt du das? Und welche Teile von anderen spirituellen Lebensweisen, Theorien, Anwendungsweisen passt für dich? Denn es ist oft besser, wenn man den Anfang alleine macht und dann in eine Gruppe geht oder wenigstens einen Mentor, eine Mentorin hat, die einem das ein wenig erklären kann, die das ein wenig durcharbeiten kann. Meditation, Verbindung mit den Begleitern, Energie, Karten lesen, was immer. Am Ende eines solchen Kurses sagt man vielleicht, ist alles nichts für mich. Ich probiere mal was anderes. Ich probiere mal einfach in die Kirche zu gehen. Ist doch perfekt. Aber man kann ja keine Entscheidung treffen, was für sich selber, choose you, das Wichtige ist und zu deiner Glückseligkeit, choose happiness, dazugehört. Dafür muss man es erfahren, sich informieren und erkunden. Ja, natürlich lade ich dich ganz doll ein zu dem. Folge mir einfach auf Facebook, dann wirst du schon sehen, wann das jetzt langsam mal angebracht wird, angeboten wird. Ich hoffe, dich dann da zu sehen. Ich werde es wahrscheinlich auch hier auf unsere Win-Win-Win-Store-Seite anbieten, damit noch mehr von euch das erleben können und sich dann informieren können, was ist meine Spiritualität? Denn ohne die Spiritualität, wie immer sie aussieht, übrigens kann Spiritualität auch bedeuten, dass man spazieren geht oder Stand-Paddle macht. Völlig egal, was es ist. Es ist deine Definition. Das ist ganz wichtig. Denke immer dran. Deine Definition der Spiritualität. Denn nur dann kannst du dich wählen und deine Glückseligkeit kreieren und leben. Und das ist wirklich die Bestimmung, die wir alle haben. Okay, das war deine Spiritualität. Was ist es? Kurze Einführung. Und natürlich der Hinweis auf meinen im August beginnenden Kursus, Deine Spiritualität. Ich freue mich schon, euch da zu sehen. Ich freue mich, euch auch nächste Woche zu sehen. Denn nächste Woche werde ich wieder einen Gast haben. Eine Gästin? Sagt man das jetzt so im Deutschen? Ich bleibe bei Gast. Also, bis nächstes Mal.